Hallo und herzlich willkommen auf Schattenspiel TV. Mein Name ist Janosch und wir spielen heute King Under the Mountain. Und jetzt dachte ich, ja, schon wieder, King Under the Mountain hat er doch erst vorgestellt. Ja, zum einen ist das eine Weile her und zum zweiten ist mittlerweile das Spiel im Early Access. Letztes Mal hatten wir ja, ich glaube, die Demo gespielt oder das vorher bekommen. Auf jeden Fall, da haben wir jetzt ein Spiel, was offiziell ein bisschen draußen ist. Und ich dachte, wir gucken da nochmal rein. Denn ich habe jetzt auch ein, zwei Sachen etwas besser verstanden als beim letzten Mal. Man muss nämlich hier die Zone definieren und dann die passenden Werkzeuge zur Zone reinbauen. Man sieht sie schön in der Küche. Ne? Da sind schon so ein paar Sachen verteilt. Da ist ein Kessel und ein Wasserfass und ein paar Arbeitstische. Und dann werde ich sie mal rausgucken. Ich lasse hier schon schnellste Geschwindigkeit laufen, weil die Zwerge, die sind irgendwie noch ein bisschen langsam. Wir haben schon ein paar Felder, ein großes Lager eingerichtet. Hier haben wir gestartet. Und haben hier angefangen, unsere Mine zu bauen und lassen hier fröhlich Bäume graben. Den muss ich schon mit Stützpfeilern abstützen, sonst werdet die Decke uns auf den Kopf fallen. Das machen wir gleich auch mal. Bauen. Wo war denn das? Ach, ich vergesse das immer wieder. Bei Wände? Nee. Fußboden? Nee. Dach, ne? Nee. Irgendwo waren die drinnen. Türen? Nee. Möbel? Möbel! Jetzt hältst du jetzt noch mal hier noch zwei Säulen hin und lassen das weiterlaufen. Jetzt schlafen die wieder alle, ne? Ja. Ja, Schlafplatz haben wir auch schon eingerichtet. Und alle sind hier aber fröhlich und frei am Arbeiten. Können wir den Tisch hier hinstellen? Und was braucht er denn so lange? Eigentlich alles da, ne? Muss man einer zusammenbasteln. Okay. Hier haben wir uns schon tief in den Berg gegraben. Was ist das eigentlich? Hämatit, Hämatit ist, glaube ich, Eisenerz? Katzengold haben wir. Das Katzengold. Da war Kohle, also wir haben schon ein paar Ressourcen noch in der Nähe. Haben schon ein paar Türen reingebaut. Oh, guck mal, die sieht wirklich nice aus. Die ist noch gar nicht gebaut, so eine Holztür. Sieht wirklich cool aus. So, macht ein bisschen weiter. Da richte ich gleich das nächste Lager ein, über Zone, Lager. Ja, ich muss erst. Ich drücke mal zu schnell. Lager. Produkte des Lagers haben wir Produkte, Werkzeugen, Samen, Essen. Samen, Essen, Getreidespeicher. Füllen wir erstmal zusammen, würde ich sagen. Ist ja hier direkt in der Küche. Getreidespeicher, Samen. Genau. So, und weiter läuft's. Ja, genau. Bringen Sie schon was an den Kopf. Werden auch die Sachen aus dem Außenlager gleich mal wegdefinieren. Einstellungen, also Produkte, Samen, Getreidespeicher, Essen, weil dann räumen wir das alles rein. Wir wollen nicht, dass das draußen da im Regen liegt. Erntest du das schon? Oh, Bergleute haben das Gebiet entdeckt. Gehen wir mal hin. Ah, guck mal, jetzt so eine kleine Höhle mit Pilzen. Die Höhle werden wir gleich mal ausbauen, dass wir den später als Raum nutzen können. Oder die mit zum Abbauen. Wahrscheinlich erst zum Abbauen, ne? Ist schon viel Kohle. Auch da wollen wir jetzt aber erstmal noch Stützpfeiler einbauen. Ich habe schon wieder vergessen, wo das war. Möbel, da ist es. So, dass die ja nicht auf Kopf kracht, die Decke. Sonst passiert daher unseren Leuten noch was. Das wollen wir ja auch nicht. Und wir gucken mal, was wir hier noch Brunnen, Windmühle, Brunnen können wir bauen. Können wir überall bauen. Okay, Windmühle, Wasserrad, Laterne. Dass ein bisschen Licht reinkommt. Ja, machen wir mal eine nach außen. Setzen mal hier. Geht das nicht? Weil da was drauf ist. Okay. Entschuldigung. Jetzt haben wir das richtig ins Lager. Wir gucken erstmal, wie schnell die bauen. Rohre, Strombrücken. Strom haben wir noch nicht. Rohre brauchen wir auch nicht. Ja. Noch machen. Vielleicht noch mal ein bisschen Holz hacken. Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Aber wir hacken gleich noch mal ein bisschen was ab. Auftrieb hacken. So, machen wir noch ein paar Holz weg. So. Achso, jetzt hier Tutorial. Brauchen wir nicht. Dann kommen wir gleich mal das nächste Lager. Und das nächste Lager. Ich mag das, wenn die so zentral in der Mitte liegen. Und dann kommst du halt von überall ran. Und wir wollen es aber noch tiefer in den Berg graben. Ne? Schön große Mine bauen.
Wir gucken aber mal Wände. Elfen. Okay. Fußboden. Können wir den Fußboden ändern? Stein können wir den machen. Gucken, ob die den schöner machen. So, da habt ihr schon alle gleich gebaut. Das sind ein paar neue Fässer. Warum baut ihr den nicht fertig? Der ist zugewiesen. Alles da. Was fehlt euch denn da? Ah, jetzt kommt der. Ah, da baut ihr den fertig. Jetzt ist es fertig. Dann dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen, weil da irgendein Rohstoff fehlt. Ich mag ganz gerne hier dem Gewusel zuzuschauen. Weil die Laternen haben sie auch schon gebraucht, guck mal. Das ist so nice. Dann brauchen wir ein paar mehr. Ein bisschen Licht hier reinbringen. So. Das wird Stopp gemacht. Ihr seht hier oben auch schon Standspiel TV Mine 3. Ich habe schon dreimal angefangen, bevor wir einen halbwegs vernünftigen Anfang hatten. Oh ja, und guck mal, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann haben wir gleich mehr Boden, Fußboden. Sandstone, Boden. Starlang, Starlang. Den haben wir schon. Und hier noch einen Weg raus. So. Mal alles ein bisschen verschönern hier. So, jetzt macht mal hin. Baut mal schneller. Mir fehlen noch ein paar Werkstätten, ne? Ah ja, stimmt. Hier wollte ich Werkstätten einrichten. Zone. Küche haben wir, Maurerei haben wir, Schlafzimmer haben wir, Feld, Brauerei, Pilz vom Speisesaal wäre noch wichtig, stimmt. Wir wollen aber jetzt erstmal einen mit Teilwerk bauen, was natürlich nicht geklappt hat. Ja? Aber jetzt braucht man ja schon viel, ne? Da braucht man sehr viel, deswegen lassen wir das hier mal auch abreißen. Schaffen uns aber noch ein bisschen mehr Platz, bevor wir da weiterbauen. Was haben wir gerade gesagt? Speisesaal. Speisesaal. Ja, hier oben. Ich hätte gerne hier oben, aber da ist kein Platz mehr. Den Speisesaal bauen wir mal unter der Küche. So. Schön großen Speisesaal. Zugang zur Küche. Und zwei Zugänge nach außen. Und jetzt baut man, baut man, baut man, baut man. Immer weiter. Das sieht doch gut aus. Also jetzt geht es auch langsam voran. Also am Anfang habe ich den Eindruck gehabt, dass diese langsam sind. Jetzt geht hier ein bisschen was voran. Ja. Sehr gut. Das lagert auf jeden Fall für Rohmaterial, weil die Hunde jetzt immer von draußen kommen, immer so lange. Wächst schnell, wir bläuen mal noch ein Feld an. Ja, zwei gleich. 4-4. Machen wir jetzt Karotte und das. Einmal Weizen. Und einmal Mais. Weil hier haben wir Tomaten, Kartoffeln, glaube ich, ne? Karotten. Okay. Ja, Hauptsache wir haben es zu essen. Da ist der Kessel, da ist der Küchentisch. Bäckerplatte. Okay. Mühle, Mehl, gemahlenes Malz. Ah, okay, okay. Das haben wir natürlich alles noch nicht, das brauchen wir noch. Samen, okay. Aber sieht ja schon gut aus hier, entwickelt sich doch. Ne? So, ich werde für euch jetzt mal einen kleinen Schnitt machen, werde mal ein paar weiterspielen und dann gucken wir uns gleich mal an, wie die hier weitergemacht haben und was sich hier daraus noch entwickelt. So, und da sind wir wieder und jetzt sehen wir genau, dass das, was die Ursache ist, warum ich eigentlich diese Säulen bauen will. Denn Tordis ist gestorben. Unsere Köchin, oh nein. Eieiei. Die ist gestorben hier, weil die Decke zusammengefallen ist, weil ich die Säulen zu spät gebaut habe. Eieieiei, das müssen wir unbedingt ändern. Das ist wieder ein super Start.
Ganz toller Start. Voll begeistert. Lass mal hier noch zwei Sachen stehen, bevor die Säulen stehen. Vielleicht besser. Ich muss mal gucken. Kochen, kochen, kochen. Bauer. Bauer. Du wirst jetzt auch mal zum Koch. Koch? Geht es nicht? Doch, da, Koch. So. Neuer Koch. Das war unsere einzige Küche tatsächlich. Ist ja krass. Mussten wir gleich mal hier klarkommen, dass wir jetzt ein weniger haben. Ist nicht so gut. Aber die scheinen alle noch relativ zufrieden zu sein und zu essen und zu trinken zu haben. Einer tot, ja. Ich hoffe, da kommen irgendwann neue. Ist das hier nicht der weiße Punkt? Ach, guck mal, da ist irgendein Fels. Witzig. Da sind noch ein paar Tiere. Was bist du? Fuchs. Und ja, Wildschweine. Sehen wir eindeutig, ne? Und ihr seht, es ist nicht viel weitergekommen. Ich wollte euch diese Toten unbedingt zeigen. Die haben jetzt hier ein paar Arbeiten gemacht. Die brechen wir mal ab, weil ich glaube, dass der Sandstein eher noch anders benutzt wird. Wir haben aber zwei Steine. Jetzt ist Schreinerei. Hier haben wir eine Bank. Okay, deswegen vielleicht. Deswegen braucht das vielleicht zu lange. Ah, ich sehe schon, wir können eine neue Lagerzone festlegen. Essen hatten wir da. Werkzeuge machen wir ganz unten. Und Rohmaterial machen wir da drüber mal. Wird für Rohmaterial zu klein sein, aber ist ein Anfang. Und dann lösen wir das Lager hier nicht auf, sondern wir werden das von der Priorität einfach nur runtersetzen. Und lassen dort die Rohmaterial noch drin. Den Rest lösen wir auf und die Rohmaterial lassen wir noch drin. Und die können wir ja draußen lagern. Ne? Die Steine müssen nicht unbedingt drin gelagert werden. Vor allem die überzähligen dann nicht. So, da steht schon eine Säule, da steht eine Säule, aber es reicht für mich. Wir lassen die nur noch da. Das wird unser Speisesaal. Und wir haben schon Herbst. Ich hoffe, die haben noch Essen eingelagert, ey. Das könnte noch ein Problem werden im Herbst. Aber ihr seht, das Spiel hat die typischen Anleihen von Gnomoria oder Dwarf Fortress oder auch, ja, bisschen RimWorld. Also RimWorld macht das Ganze ja im Sci-Fi-Szenario. Da muss die Säule hin. Da muss die Säule hin. Und du hörst mal bitte auf, da zu bauen. Weil das ist mir zu gefährlich. Das hörst du mal auf so. Denn erweitern wir mal gleich den Metallarbeitungsbereich. So, und bauen da die Werkzeuge rein. Eine kleine Hausstation, eine Kokerei, ein Brennofen. Nee, können wir nicht drehen? Nee, schade. Haben wir die Schmiede drin? Warum können wir Schmiede nicht drehen? ist natürlich doof. Schmiede. Brennofen passt hier nicht mehr hin. Okay, da muss ich da noch erweitern. Aber der baut ja dann Säulen. Dann müssen wir mit dem noch warten. Und setzen wir mal die Priorität von der Säule hoch. So. Da. Wichtig. Das ist wichtig. Und das ist uns wichtig. Okay. Und weiter geht's. Oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schluck auf hier. Doof. Ich hoffe, es hört ihr nicht zu sehr. Ich hoffe, das ist angenehm für euch. So, jetzt schleppen alle. Weil die Priorität hochgesetzt ist. Schleppen jetzt erstmal alle. Dann können wir unseren Speisesaal erweitern und auch da Möbel bei einbauen. So, Festtafel, die will ich eigentlich hier haben. Na gut, machen wir dahin. Stuhl. Muss jetzt wegbauen. Kessel zum Servieren. Serviertisch, der kommt dahin. Zapfhahn, Wasserfass, Wasserfass, wir haben noch kein Bier noch, dann reicht das nämlich erstmal und weiter geht's. Schneller, schneller. Ihr müsst schneller arbeiten, Zwerge. Kommt. Schlaft doch nicht. Ich schlafe nicht schon wieder. Kann ich mit schlafen? Ja, geht doch. Komm wieder ein Zwerg hier. Zumindest haben sie Wasser und schon noch was zu essen. Er hier ist hier nicht ganz zufrieden, der Rest geht aber. Aber ich glaube, kann er es ja noch nicht getrunken.
Scheint aber auch schon einer zu arbeiten, ne? Ja, da guck. Der Koch kocht. Einmal geholt und kocht. Trinken tun sie auch alle. So, erstmal, steht da was? Da, so brauchst du Karotten. Ja, sehr schön. Gut, Essen ist vorhanden. Den können wir jetzt weiter um die Bände noch und können den letzten Stuhl da reinsetzen. Stuhl. So, ne. Ja, und weiter. Weiter. So, hier sind sie noch dabei. Okay. Dann haben wir ja gesagt, wir wollen, wenn die Säule gebaut ist, Säule ist gebaut, da auch nochmal wieder erweitern. Graben. Wir brauchen ja noch mehr Platz für die anderen Werkzeuge. Deswegen machen wir mal so. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert. Und deswegen machen wir jetzt hier nochmal einen kleinen Schnell, bis die Schmiede fertig ist. Und ich sage bis gleich. So, und da sind wir wieder. Wie seht, die Schmiede ist noch nicht fertig. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis sich die beiden Sachen fertig gebaut haben. Aber wir haben dafür schon einige andere Sachen nochmal angefangen. Unser Speisesaal ist dabei, verschönert zu werden. Wir sehen hier schon die ersten Fliesen. Ne? Wir gucken uns an. So, ein bisschen ran. Die ersten Fliesen im Boden, die verschönert werden. Und der Rest funktioniert auch schon ganz gut. Es ist mittlerweile Winter geworden, das haben wir vorhin auch schon gesehen. Und ja, ganz, ganz entspannt sind hier unsere Zwerge dabei, weiterzubauen. Hier unten haben wir noch ein bisschen weitergebaut. Nach unten hin. Da sind auch schön viele Ressourcen. Und die ersten Sachen der Spiele arbeiten schon. Also hier waren sie schon dran an der ersten Verkleinerungsmaschine. Schön finde ich, dass wenn du die Werkbänke baust, die haben so die Standardaufträge, zeigst du mir hier, haben die von sich aus schon drin. Kannst sie zwar noch verändern, aber die haben die von sich aus schon drin. Das finde ich ganz gut. Weil das ist was mir bei Gnomoria teilweise Probleme bereitet hat, die Aufträge da richtig zu verteilen. Das ist hier ein bisschen besser gelöst. Also ich muss sagen, alles in allem, mittlerweile gefällt mir das Spiel ganz gut. Es ist relativ rund. Es wird sich zeigen, was später noch kommt, wenn man sich weiterentwickelt mit Elektrizität und allem drum und dran, was denn das Endgame noch an Spaß bieten wird, weil es scheint zumindest im Vergleich zu Gnomoria hier auch eine Sorte Wände zu geben, eine Sorte Türen, eine Sorte Böden. Also ich wünsche mir da so ein bisschen noch so dekorative Sachen, finde ich immer ganz cool bei Zwergen, dass die so schön bauen, ne? Das finde ich noch ganz cool. Aber kann ja noch kommen, ne? Denkt dran, Early Access, das Spiel entwickelt sich noch weiter. Ist aber ein gutes Grundkonzept. Also, mir gefällt's. Ich finde es sehr schön. Hier haben wir schon Türen eingebaut auch. Ne? Auch so mit den Lichteffekten. Ich mag es auch einfach so rauszuzoomen und einfach zuzugucken und den Wuselfaktor zu betrachten. Schönes Spiel. Also auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Vielleicht, wenn etwas mehr Inhalt da ist, noch mehr eine Empfehlung. Also, jetzt momentan noch so, ja, nett. Könnte noch mehr drin sein. Ne, also ein bisschen fehlt noch. Vielleicht kommt irgendwann noch mal Kampf dazu. Wir haben noch keine Waffen gebaut. Das kommt erst mit der Schmiede halt. Aber auf jeden Fall, ja, interessant. Also, mir gefällt's. Ich werde es doch vielleicht noch ein bisschen weiterspielen. Vielleicht gibt es auch noch mal ein späteres Video dazu. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, wie ich denn auch vielleicht später noch mehr Sachen habe, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ne? Haut da rein. Und ja, lasst wie immer einen kleinen Daumen nach oben da. Vielleicht auch einen großen Daumen nach oben oder überhaupt einen Daumen nach oben. Ja, find ich immer ganz toll. Wenn es euch gefallen hat, macht es einmal hin, kurz vorm Einschlafen. Also ja, ich habe es auch schon mal in anderen Videos thematisiert. Ich gucke manche Videos auf Schattenspiel TV auch zum Einschlafen und dann ist natürlich das Daumen nach oben manchmal ein bisschen schwierig, wenn man pennt. Aber macht es einfach gleich am Anfang, denn es ist erledigt und tut ja auch nicht weh. Ne? Der Janosch sagt, auf Wiedersehen. Wir können uns jetzt noch kurz den Wuselfaktor hier angucken. Und jetzt wird es gerade Nacht. Aber ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.